Wir sind Eva Lerise. Ich bin die Valeria. Ich bin Eva. Ich bin Isabel. Und zusammen sind wir Eva Lerise, sehr kreativ. Und unsere Eva, Namen. Walli und Isa. Genau. Es geht so um die einigermaßen neuere Technologie von Smart Home Geräten. Und es ist ja gerade so ein bisschen im Kurs, dass man sagt, hört mich mein Gerät nur, wenn ich ihm explizit Befehle erteile, oder hören die ganze Zeit mit und hören, was man in seiner eigenen Wohnung sagt oder tut. Genau, da gibt es ja einige Geschichten, in denen die pikante Details nach außen tragen, und wir treiben das so ein bisschen auf die Spitze. Ja. Wir alles auf einen Drehort reduzieren und somit der Fokus viel mehr auf den Inhalt gelegt wird, anstatt auf irgendwelche speziellen Drehorte eben. Genau, also wir haben keine Statisten, wir haben wirklich nur unsere zwei Schauspieler, und die müssen das Ding rocken. Und hoffen, dass die Idee überzeugt dann quasi. Genau. Halt so ein super breites Feld, und dann zu sagen, wir spezialisieren uns jetzt auf eins. Also wir haben ja jetzt die Überwachung schon mit diesen Smart Home Geräten, aber es geht schon auch ein bisschen drum, dass die Geräte eben wirklich nur Maschinen sind und keine Menschen, und dass man das nicht verwechseln sollte. Es ist uns eher schwer gefallen, dann quasi nicht in die Schiene zu gehen, das, was einem direkt einfällt, quasi Überwachungskameras zu nehmen, sondern eher irgendwie was Spezielleres draus zu machen, ja, und trotzdem auch aktuell zu bleiben. Gar nicht. Also wir beide nicht? Ja, also ich habe ein Praktikum gemacht, aber nur im Videojournalismus, also nicht fiktive Filme, und halt die DSLR-Kurse hier, damit wir das auch hinkriegen im Film und es gut umsetzen können. Das Einzige, was wirklich professionell ist, sind unsere Schauspieler. Ja, die sind echt und ausgebildet. Ja. Ich glaube schon, dann Kamera eigentlich oder so, dass man... Ja, dass wir es so umsetzen können, wie wir es uns vorstellen. Wie wir es uns vorstellen, dann, genau. Ja, ja. Dass es so wird, wie wir es auch wollen. Also, ich habe selber so ein Smart-Home-Gerät, Firma nenne ich jetzt nicht, zu Hause, so sind wir eigentlich drauf gekommen, und auch die Sprache im Film, also in der Sprache dieses Geräts zu sprechen, kommt so ein bisschen aus meinem eigenen Alltag. Absprache ist auf jeden Fall wichtig, ja, aber das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, ja, also dass man sich einig ist, ja, und nicht, also es ist, glaube ich, schwierig, das immer hinzukriegen, aber es hängt dann auch von den Charakteren zusammen, die dann miteinander arbeiten, denke ja ich einfach. Ich glaube, man kann das auch nur umsetzen, wenn wirklich alle hinter der Idee, hinter dem Drehbuch stehen, und das ist bei uns, glaube ich, definitiv der Fall. Eher danach. Ja. Ja. Und natürlich, wenn unser Film dann auf der Leinwand kommt, klar. Ich mag die Disney-Filme. Das High School Musical.